Herzlich willkommen zum täglichen Monolog am Mittwoch. In Deutschland gibt es ca. 18.000 Reichsbürger. Mal zum Vergleich, islamistische Gefährder haben wir übrigens nur 700. Deshalb sind nach denen auch keine Bürgerläden benannt. Laut Bundesregierung haben von den 18.000 Reichsbürgern 1.200 ein oder mehrere Waffenscheine. Gut, man muss sich aber auch mal vorstellen, was sie alles machen müssen. Die sind in ihrem Reich Kanzler, Innenminister, Außenminister, Verteidigungsminister, Polizei, Militär, alles in Personalunion. Das ist auch stressig. Ich komme schon ins Schwitzen, wenn ich zwei Töpfe gleichzeitig auf dem Herd stehen habe. Also ich möchte nicht mit Reichsbürgern tauschen. Wir normalen Menschen haben ja alles outgesourced, aber die machen das alles noch selber. Und dazu kommt, dass das alles dumme Vollidioten sind. Das macht das alles noch schwieriger. Laut Bundesregierung hat man deshalb auch schon 450 Reichsbürgern Waffenerlaubnisse entzogen. Die haben sich jetzt mit Nerfguns bewaffnet. Übrigens gibt es auch 691 Rechtsextremisten mit Waffenschein. Die erkennt man daran, dass die vorm Schuss immer noch mal in den Lauf gucken, ob auch wirklich geladen ist. Die Streuobstwiesen sind der Lieblingsort von hr4-Hörer Reinhold Karp. Heute ist der Tag des Grundgesetzes. Klar, Artikel 1 ist ein Evergreen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Don't grab her by the Würde. Aber das Grundgesetz ist auch ein bisschen wie ein Heinz-Rudolf-Kunze-Song. Am Anfang können wir alle noch mitsingen, aber hinten raus wird es ein bisschen schwammig. Und da das Grundgesetz heute 69 Jahre alt wird, schauen wir uns mal Artikel 69 an. Erstens, der Bundeskanzler ernennt einen Bundesminister zu seinem Stellvertreter. Was lernen wir daraus? Kanzler und Stellvertreter können auch aus einer Partei oder Fraktion kommen. Gut, dass Horst Seehofer das bei den Koalitionsverhandlungen noch nicht wusste. Zweitens, das Amt des Bundeskanzlers oder eines Bundesministers endigt in jedem Falle mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages, das Amt eines Bundesministers auch mit jeder anderen Erledigung des Amtes des Bundeskanzlers. Also um das einfach zu erklären, geht die Kanzlerin, gehen auch die Ministerin. Und wenn Nick geht, gehen auch Howie, AJ, Brian und Kevin. Drittens, auf Ersuchen des Bundespräsidenten ist der Bundeskanzler auf Ersuchen des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten ein Bundesminister verpflichtet, die Geschäfte bis zur Ernennung seines Nachfolgers weiterzuführen. Das ist so ein Absatz aus der Kategorie, eigentlich logisch, aber wir kennen unsere Pappenheimer. Zum Beispiel für so einen ehemaligen FDP-Minister, der seinen Pauschalurlaub schon gebucht hat und so geizig für eine Reise Rücktrittsversicherung war. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, Grundgesetz, und bis hierhin GG. Warum musste eine Lufthansa-Maschine im Sommer 2015 in Ankara außerplanmäßig zwischenlanden? Wegen A, einer Pinkelpause, B, wegen eines verlorenen Flügels, C, wegen einer hysterischen Stewardess oder D, wegen zu wenig Treibstoff. Ein holländischer Ökonom hat in einer Studie festgestellt, dass der Energiebedarf beim Schürfen von Bitcoins mit 67 Terawattstunden pro Jahr mittlerweile höher als der der Schweiz ist. Und da werden im Winter ganz schön viele dicke Russen die Berge hochgefahren. Mit einem effizienten Rechner braucht man mittlerweile 42.000 Kilowattstunden, um einen Bitcoin zu schürfen. Das ist ungefähr das Zwölffache von dem, was ein Durchschnittshaushalt im Jahr verbraucht. Für so viel Stromverbrauch muss Opa lange E-Bike fahren. So viel Stromverbrauch für nichts. Also wirklich, mittlerweile bezeichnet man Bitcoins schon als SPD-Parteitag. Das war der tägliche Monolog für heute. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Bis dahin, ciao.